Hallo alle miteinander, ich hätte hier mal wieder schockierenderweise ein Päckchen. Und als es angekommen ist, was wiederum ein paar Wochen her ist, wusste ich sogar, was darin enthalten ist, aber jetzt komplett ratlos. Also wie 90% der Zeit. Na? Quatsch. Stimmt. Just in dem Moment ist mir wieder eingefallen, dass ich nämlich allerlei Crokonobasket-Titel bestellt habe. Leider gab es die auch nur lückenhaft. Und zwar hätte ich hier zum einen die Bände 3 bis 12 sowie 23 bis ja, 28. Aber der ist in einem ganz schlechten Zustand. Den muss ich auf jeden Fall ersetzen. Das geht gar nicht. Schade, jetzt bin ich aber mal gespannt, was mit den anderen Bänden ist. Band 3 bzw. auch 4 scheint in einem guten Zustand zu sein, Gott sei Dank. Die kamen auch relativ fix an im Vergleich. Hier unten ein bisschen angestoßen, aber soweit noch passabel. Der ist ein bisschen breiter als die anderen. Zumindest kommt es mir gerade so vor. Band 7 und 8. Ein sehr schönes Cover. Besonders mit Trikot. Die, ja, nochmal versucht, das ganze Team zu vergiften. Band 9 und 10. Okay, da sehe ich wirklich gar keine Mängel. Bin da sehr glücklich drüber. Band 11 und 12. Da freue ich mich unglaublich drüber. Also das ist eins meiner liebsten Spiele, obwohl es mich auch entsprechend getriggert hat. Und ja, da bin ich natürlich nicht die Einzige gewesen. Wann sieht man denn schon mal Kroko wirklich wütend? Hier oben. Ach nein. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Also, das passt mir gar nicht. Ach, ist das frustrierend. Gerade wo die Mittelstufe thematisiert wurde. Band 25 und 26. Mein Herz blutet, also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit den Mängeln. Oh nee, das geht 1A zurück. Das reklamiere ich sowas von. Mann, da ich jetzt aber so lange gewartet habe mit dem Auspacken, kann natürlich die Frist abgelaufen sein, aber es müssten 4 Wochen sein. Also ich müsste vielleicht an der Frist kratzen, aber es sollte noch im Rahmen sein. Einfach, ich weiß nicht, die schauen nicht neu aus, eher gebraucht. Oder als hätte jemand ihn zweimal, so wie Band 23 bis 26, durch einen Fleischwolf gejagt. Also schon ein bisschen ärgerlich. Auf jeden Fall war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch trotz des Gestänkers gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.